Willkommen zurück, liebe Genossen. Ein neues Kieswerk steht. Hier, ich habe jetzt das große Kieswerk gebaut. Habe auch einen zweiten Bagger noch dazu gekauft. Der LKW, der große Kipper, der hier hin und her fährt, der ist gerade aber kurz zur Werkstatt gefahren. Ich glaube hier. Genau, hier ist er drin. Wird gerade instand gesetzt. Ich plane dann das hier auch, das Kieswerk abzureißen und das große Kieswerk zu bauen. Das hier, genau. Ist natürlich ein bisschen größer. Muss ich gucken, wie ich es hier irgendwie so vielleicht oder so vielleicht hier reinkrieg. Zwecks dem Straßenanschluss. Es geht mir hauptsächlich darum, dass ich den Kies per Schüttguttransport dann direkt hier hinliefern kann und muss kein LKW mehr hin und her fahren. Dann ist das ein Automatismus von da nach da. Nach da, nach da, und da muss kein LKW mehr zwischenfahren, so dass auch kein Stau mehr wie vorhin entstehen kann. So, kleinen Moment kurz. Genau, das ist jetzt der Plan. Ich warte allerdings noch bis der Schnee weg ist, bis ich das angehe und bis wir vielleicht ein paar Tonnen mehr Kies haben, denn wenn das aufhört, dann ist wie vorhin, dass dann kein Kies mehr da ist und alles stehen bleibt, das ist auch nicht so optimal. Ja, ansonsten unterirdisch geht's voran. Die Schleife hier ist tatsächlich endlich fertig geworden. Der Bohrer ist... war eigentlich tätig. Aber momentan, wo ist er? Ah, hier blockiert sich mal wieder alles. So, dann despawn mal bitte. Nein, jetzt wird der Bohrer despawned. Okay, haben sie sich ein bisschen blockiert, aber gut. Hier ist klar, dass sie sich noch ein bisschen blockieren. Ja. Das könnte man logistisch besser lösen, wie ich das hier mache. Des Weiteren, hier oben ist auch angefangen worden zu bauen. Hier, der erste Abschnitt ist sogar schon fertig. Hier sind sie schon am zweiten Abschnitt. Ich muss auf jeden Fall die Schienen hier... Man sieht sogar den optischen Unterschied zwischen Betongleisen und Holzgleisen. Schon Ewigkeiten das Raster an, kann das sein. Das müssen wir noch ändern. Damit dann hier abgeholt werden kann. Hier ist jetzt auch... Ja, okay, das ist... Der Bau wird jetzt gestartet. Und meine VWs werden fleißig verkauft. Ich mache wieder jede Menge... Was heißt jede Menge? Aber ich mache schon ordentlich Geld hier. 58.000 mittlerweile in den letzten zwei Monate. Das ist gut. Ausländische Arbeitskräfte sind ein bisschen runtergegangen. Wir hatten ja vorhin mal aufgeschrieben, was wir kriegen für so einen Wagen. Müssen wir gucken, ob sich die Summe verändert. Ja, die wird sogar mehr. Der wird sogar teurer. Der ist 300 Rubel teurer geworden. Das heißt, die Nachfrage ist definitiv da nach Autos. Gut, ich bin gespannt, wie viele Folgen das noch dauert, das fertig ist. Hier werden jetzt Gleise verlegt. Das geht jetzt hoffentlich einigermaßen schnell. Wenn der hier wieder Kies bekommt. Ist da einer auf dem Weg? Ja. Hier kaufe ich ja tatsächlich den Kies ein. Das ist der Bus. Hier ist gerade keiner auf dem Weg mit Kies. Vielen lieben Dank, Nico Osic, für dein Follow. Das freut mich sehr, vor allem. Mein persönliches Ziel ist damit erreicht,
der 100. Follower. Vielen lieben Dank. YouTuber haben es auch mitbekommen. Der 100. Follower auf Twitch. Also absolut ist es natürlich der mehr, aber jetzt der aktuell 100. Follower. Das freut mich. Insgesamt hatte ich natürlich schon mehr, weil ich habe über die 2 Jahre, wo ich das jetzt schon mache, natürlich auch immer mal wieder welche verloren und gewonnen. Also absolut wäre es mehr, aber jetzt aktiv. Mein Ziel ist erreicht, das freut mich. Endlich dreistellig. Gut. Dann macht es umso mehr Spaß. So, hier wird der Bahnhof jetzt gebaut. Ich weiß nicht, die Werkverbindung, die können wir wahrscheinlich auch in eine Richtung machen. Ich weiß aber nicht, ob es notwendig ist. So, jetzt haben wir... Ja, gut, das brauchen wir nicht. Die ganzen Frachtcontainer, die brauchen wir noch nicht. Das ist halt ein bisschen blöd. Eigentlich sollte ich von hier oben jemanden bauen lassen. Vielleicht sollte man das auch machen. Da investiere ich jetzt Geld. Du fährst von hier nach da. Wo ist das Zollhaus? Na. Du belädst dich hier und hier entlädst du. Und dann fährst du und ihr bekommt das hier. Weil dann kann der nämlich da unten auch bauen. Warum man die Baustelle da unten allerdings nicht hat. Der fährt einfach, der fährt nicht, auch wenn der langsamer ist mit dem Bau, aber der fährt nicht so weit an. Frage ist nur, noch hat er Material. Ich weiß natürlich nicht, den fahre ich glaube ich nicht mehr an mit Material. Hätte ich mir hier irgendwie eine Meldung geben lassen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö, leider nicht. Aber das macht einfach mehr Sinn, weil die anderen, die müssen ja erst diesen großen, weiten Weg bis hier hoch machen und fahren dann wieder runter. Ich könnte natürlich auch hier ein Gleis rüber verlegen lassen. Das wird wahrscheinlich sogar, ja doch, das könnte sogar funktionieren, dass ich hier ein Gleis rüberlege, damit der Weg kürzer ist. Aber wir regeln es jetzt mal so. Im Prinzip dem kann ich doch schon sagen. Moment, da sehe ich ja gleich mal, ob es schon drin ist. Nee. Drückst das einfach wieder, dann kannst du das nämlich auch wieder versorgen. Genau, du entlädst einfach alles. Da du das andere ja schon belädst, bräuchte eigentlich gar nicht großartig was einstellen. Und dann geht dem das Zeug auch nicht aus. Arbeiter kriegt der... Ja, das kostet halt jetzt ein bisschen was, aber wir machen ja gerade echt gut Gewinn wieder. Sind wieder auf 700.000 gestiegen, wo wir schon auf unter 400, unter 500 waren. So. Ansonsten, wie schaut es hier unten aus? Okay, wir haben 180 Tonnen Kies da. Der entlädt gerade. Braucht halt auch schon lang zum Entladen eigentlich. So, wenn der fertig entladen hat, jetzt abreißen. Jetzt reißen wir das ab. Das hat den Fußweg hier. Ja gut, den Fußweg müssen wir dann abreißen. Das dauert halt jetzt ein bisschen länger. Wir haben jetzt 190 Tonnen Kies. Ich hoffe, das reicht. Wo sollte eigentlich? Gott, 150 Tonnen. Ach, shit. Jetzt läuft der ganze Kies, den der im internen Lager stehen hatte, läuft jetzt als gemischter Müll. Das ist ja Bullshit, ehrlich gesagt. Naja, okay. Kann ich jetzt nicht ändern. Das wird dann wohl eine Weile dauern. Ich hoffe, mir geht der Kies nicht aus. Ich darf halt einfach keine großen Baustellen mehr aufmachen in der Zwischenzeit. Wie schaut es eigentlich hier aus? Der Sondermüll sind immer noch 316 Tonnen. Ist der, der abholt, gell, ja. Wie schaut es hier aus? Okay, das dauert halt auch ewig, bis die beladen sind.
Problem, das wird halt nicht leerer. Und die bringen da immer wieder den gemischten Müll dahin, bringen den gemischten Müll dahin. Ich muss jetzt mal kurz dir mir sagen, dass er den gemischten Müll soll er bitte direkt hier abliefern. Ja, das ist besser. Weil dann wird nämlich das Ding hier wenigstens endlich mal leer. Und bekommt nicht ständig neues Zeug. Weil einmal Sondermüll, immer Sondermüll, das ist das Problem. Sondermüll wird jetzt hier entladen, das Entladen. Hä? Entlädt hier gar nichts, deswegen wird das da oben nicht leer. Ja, warum entlädst du das nicht? Weil das für dich gemischter Müll ist. Warum wird das hier als Sondermüll angezeigt, wenn die das beladen? Der darf hier nicht entladen, ist mir schon klar, okay. Okay. Das ist jetzt eine sehr kuriose Situation gerade, muss ich sagen. Der hat hier eigentlich laut deiner Anzeige Sondermüll drauf. Aber der LKW, wenn der sich hier belädt, dann lädt der gemischten Müll auf. Moment, du sollst hier hinfahren. Ein bisschen kurios jetzt. Deswegen kann er das auch nicht hier runterbringen, sondern deswegen muss ich das jetzt hier einmal mit der Kirche ums Dorf fahren, weil das nicht direkt angeliefert wird. Das wird halt immer noch angeliefert. Der Zug wartet schon wieder zu lange. Wo? So, hier. Okay, weil der hier ist. Aber ich habe doch hier extra Signale gebaut. Ignorier mal, wo fährst du hin? Du willst geradeaus fahren, okay. Aber warum passen die beiden Signale nicht? Das verstehe ich nicht so ganz. Das sind jetzt unterschiedliche Sektoren. Der war im blauen Sektor und der war in dem blauen Sektor. Das bedeutet, hier hätte der eigentlich reinfahren dürfen. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Hm. Naja, auf jeden Fall haben wir noch 16 Arbeitstage, dann ist der Abschnitt beendet. Aber wo fährt denn der andere hin? Hier ist schon gebohrt worden. Ah, okay. Hier werden jetzt auch Mauersteine verlegt, okay. Ah, hier ist er. Okay, also es geht tatsächlich voran. Es wird zwar noch Ewigkeiten dauern, bis wir da komplett durch sind, aber es geht voran. Okay, irgendwann Mitte der 80er, schätze ich, sind wir soweit. Vielleicht ein bisschen früher, aber ich bin mal nicht so optimistisch, dass das so schnell geht. So, aber hier geht es jetzt wenigstens voran. Gleisbau dort einfach lang. Also hier oben bin ich übrigens auch jetzt nicht bereit, in dem Baubüro jetzt auch nochmal so einen schnellen Dinger zu bauen. Ich könnte höchstens den... Ich könnte natürlich dem hier sagen. Das wäre eigentlich gar keine schlechte Idee. Aber das künftig hierfür. Solange bis das hier fertig gebaut ist, und wenn das fertig gebaut ist, dann arbeite ich hier wieder weiter, weil hier ist es nicht ganz so schlimm,
weil der seine Vorteile ja nur beim Gleisbau ausleben kann. Beim Mauersteine verlegen ist er auch nicht so arg viel schneller. Und bohren kann er ja sowieso nicht. Okay, der Abschnitt ist übrigens fertig. Das bedeutet, hier kann jetzt gebohrt werden. Und der auch schon? Ja, der ist schon auf dem Weg. Ne, das ist der andere noch. Warum kriegt er kein Grün? Warum kriegt er nur Gelb? Hier kommt der Bohrer raus. Wenn die Züge Vorrang haben oder so. Jetzt darf der fahren. Okay, jetzt kriegt er endlich. Eigentlich läuft das Überholen doch hier wunderbar. Grundsätzlich schon. Und da ab und zu mal ist ein Scheiß passiert. Wo habe ich denn angefangen, Holzgleise zu bauen? Ja, ab hier, gell? Ja, ab hier habe ich nur Holzgleise gebaut. Also, den Abschnitt lasse ich natürlich, weil hier fährt dann kein Zug drüber, aber ab hier muss ich alles dann auch noch in Betongleise umwandeln. So. Genau, und ab jetzt kannst du eigentlich du loslegen. Jetzt schauen wir dem mal zu, wie schnell der Gleise verlegt. Geht nämlich um einiges schneller wie beim anderen. Wo kommt er denn? Da kommt er. So. Ja. Geht einfach deutlich schneller. Das heißt, mit diesem Kollegen dürfte man auch gar nicht so lange brauchen. Die Gleise fertig werden. Jetzt wird er langsamer, weil er keine Mitarbeiter mehr hat. Ja, jetzt ging wieder eine Schicht los. Ja. Ja, also mit der Geschwindigkeit bin ich zufrieden. Dann läuft das auch. Okay, so Moment, jetzt sind wir im Sommer. Jetzt haben wir hier die Straßen soweit ausgebaut. Wie schaut es hier im Abriss aus? Hier liegen 58 Tonnen gemischter Müll noch rum. Okay, Moment, da fällt mir gerade was ein. Abrissbüro. Gemischter Müll. Bitte vorübergehend hier abliefern. Sonst wird das Ding nämlich nicht leer. Ein bisschen leerer ist es tatsächlich geworden. Ja, das ist echt krass. Er belädt gemischter Müll. Aber irgendwo, das sind wahrscheinlich eine Tonne Sondermüll ist in diesem Haufen. Und der Rest ist gemischter Müll. Und deswegen gibt es hier ein Problem. Jetzt ist natürlich die Frage, was der dann später mal macht. Wenn er dann den Sondermüll auf hat. Da muss ich echt mal drauf achten. Könnte ich eigentlich noch irgendeine Straße ausbauen? Ich glaube, hier die Straße könnte ich noch ausbauen. Ja, doch, das machen wir auch. Ja, Tankstelle ist dann vorübergehend außer Betrieb. Aber zum Müll müssen sie noch fahren können. Wir haben ja noch Kies. Wobei, Kies brauche ich ja nicht mehr. Also für die Straßen brauche ich kein Kies mehr. So, 39 Tonnen noch. Mittlerweile über eine halbe Million Dollar. $115.000
Rubel durch exportierte Fahrzeuge gemacht im letzten Monat. Sind die plötzlich so viel mehr wert als hier oben? Ne, 5,7. Jetzt sind sie wieder ein bisschen runtergegangen. Wir waren schon bei 5,8. Der Bahnhof ist ja schon... Tatsächlich, der Bahnhof ist schon fertig. Hier könnte ich jetzt theoretisch auch die Materialien anliefern lassen, aber nee, dann würde ich das ja eher über das Haus hier machen. Nee. Baustelle. Euch fehlt auch Kies. Wie euch auch hier. Ja, habt wenigstens noch 8 Tonnen Kies. Liefert ihr den Kies überhaupt? Ja, doch. Hier wird Kies geholt. Ist halt ein langer Fahrtweg. Einmal quer über die Karte. Von hier unten bis nach da oben. Da ist der LKW halt schon ein Stückchen unterwegs. Aber das lassen wir erstmal so. Vermutlich werde ich das hier auch noch abreißen müssen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Lass mich überraschen. Okay, jetzt müssen noch 4 Fahrzeuge müssen noch kommen, weil 6,6 passen nicht drauf, passen nur 6,5 drauf. Aber da müssen wir jetzt einfach kurz drauf warten. Währenddessen schauen wir noch mal nach, wie weit sie hier sind. Okay, hier sind sie immer noch am Siegel verlegen. Hier wird gebohrt. Dann sind sie hier quasi auch schon am Depot. Weltmarktbericht, Öl, Wind. Ach, ich exportiere, glaube ich, auch immer noch Öl. Das wird auch immer was. Wie ist denn der Ölpreis aktuell? $78. Das ist so wenig. Wenn man die Inflation hier in dem Spiel betrachtet, Elektronik ist mittlerweile noch teurer geworden. Eigentlich sollte ich mittlerweile von Kleidung auf Elektronik umsteigen, weil er 4200 pro Tonne bekommt. Elektronische Bauteile mache ich ja. Fabrik Elektronik Montagehalle. Und ist nicht mal groß. Braucht elektronische, mechanische und Kunststoffe. Aber bei voller Auslastung 3,8 Tonnen Elektronik, das ist halt auch nicht so viel. Das ist was ich mir überlegen kann. Also da ich halt keine 150 Arbeiter da drin arbeiten lasse, wären es bei mir wahrscheinlich eher so 2 Tonnen pro Tag wären. Wenn ich das Ding baue. Und dann sollte ich es ja eigentlich auch hier oben irgendwie hinpflanzen, damit die von dem Lager sich das wegnehmen können. Abrissarbeiten beendet. Jawohl, okay. Dann lasst uns mal kurz schauen, ob ich das schon reinzwirbeln kann. Wahrscheinlich nicht. Ja, da ist der Strom im Weg. Da ist der ganze Strom hier im Weg, verdammt. Oder aber... Könnte das hier hin. Ja, da hätte es die direkte Verbindung. Und ich könnte auch vorne die Verbindung machen. Da müsste ich nur in Anführungsstrichen die. Wo ist denn der Straßenanschluss da unten? Gut, das können wir ja spiegeln. Ich dachte, man kann das spiegeln. Ach so, ja.
Wenn man die richtige Taste benutzt, dann kann man es auch spiegeln. So. Aber ich... Ja. Würde die Straße da unten rausgehen. Was nicht so schlimm wäre, weil da fährt da keiner hin. So macht das sich die automatische Verbindung. Ich könnte es auch so machen, weil die Straße, wie gesagt, da nach unten ist völlig egal. Die kann ich da unten lang ziehen. Die kann ich hier so außen rum ziehen. Es stört ja niemanden, weil da muss ja dann keiner mehr hinfahren, weil das ja dann automatisch weitergeleitet wird. Ich werde nur vermutlich, wenn ich das... Ja, ich könnte es wahrscheinlich so, könnte ich es wahrscheinlich gerade noch so reinquetschen. Okay, das... Ja, komm, reiß das mit ab, das ist okay. Dann reißen wir jetzt mal die Straße ab. Und den Weg hier auch. Fußgängerweg hätte ich schon längst abreißen können, fällt mir gerade ein. Und dann wird da das neue Kieswerk, das kriege ich dann, das kriege ich so schräg rein, da bin ich überzeugt von. Wir müssen eine Weile ohne Kies leben, gut 140 Tonnen haben wir noch. Wer bist du? Was hast du hier gemacht? Warum warst du gerade hier am Schildgutlager? Muss ich das verstehen? Ne, muss ich nicht. So, wie schaut's aus? Hier Straße. Ah, okay. Der Abschnitt ist noch nicht fertig. Der wird jetzt fertig und der hier... Der wurde noch nicht mal wirklich begonnen. Kein Asphalt mehr? So, das Asphaltwerk wird gerade saniert. Okay. Deswegen kommt da gerade nichts mehr raus. Ihr habt immer noch kein Kies, gell? Aber gerade auch keiner Kies, warum nicht? Weil das auf 20% eingestellt war, ja genau. Wie dämlich. Da kann man sich natürlich auch immer selbst beschneiden. Schaut es hier jetzt aus? 243 Tonnen noch. Hier sind es noch 216. Und wie viel sind es hier? Halt, hier oben war es. 76, 77. Ich denke, mit drei so Dingern dürfte es hinhauen. Ich gedacht, dass die Asche ein bisschen schneller beladen wird, aber es läuft halt als gemischter Müll. So, schauen wir nochmal, lädt der immer noch gemischten Müll auf? Ja. Ja, lädt er immer noch auf. Wie viel würde man eigentlich für Sondermüll mittlerweile bekommen? Das war ja auch eine Zeit lang. 2200 pro Tonne würde man bekommen, wenn man Sondermüll einkauft. Also, einkaufen. Wenn man ihn übernimmt. Okay.
Gut, ja, hier muss noch einer kommen. Der kommt in diesem Moment, nimmt's mit. Das ist auch schon abgerissen, okay. Dann können wir jetzt, sind wir gerade bei den 30 Minuten, dann reicht es gerade noch, um das neue Kieswerk zu bauen. Ich hoffe, ich habe mich hier jetzt nicht verkalkuliert. Gebäude kann wegen der vorhandenen Infrastruktur nicht gebaut werden. Ja, das ist hier wegen... Warum bist du rot? Ist das echt wegen dem... Hier bist du gelb, hier bist du grün. So, und jetzt müssen wir das hier aber wieder auch noch direkt verbinden. Schneiden. Ach so, ja. Ja, ja, das Strom ist jetzt im Weg. Das bedeutet, ich muss jetzt den Strom hier kappen. Ja, das muss jetzt gekappt werden, damit ich die Verbindung bauen kann und ja. Den Rest baue ich jetzt noch voll, dann machen wir wieder YouTube-Aufnahme Schluss. Ich verkabel das jetzt hier noch alles und dann hole ich euch vielleicht nochmal zurück. Bis dahin, macht's gut, ciao.